Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Wer sagt denn, dass Elektromobilität immer vier Räder haben muss oder zwei? Heute stelle ich euch was ganz Verrücktes vor, die Energy Observer. Das ist ein Rennkatamaran, der komplett mit Elektrizität fährt, die er sich an Bord selber herstellt. Ein vielbeachtetes, international vielbeachtetes Projekt. Das Schiff hat vor kurzem hier in Hamburg festgemacht und ich durfte sie besichtigen und nehme euch jetzt mit für einen kurzen Eindruck von der Energy Observer. Sind es nicht allein die Dinge, die interessant sind, sondern vor allem sind es die Menschen hinter diesen Dingen, die diese Dinge erfunden haben, die den Reiz oder das Interessante an diesem Produkt ausmachen. Ich sage mal, Tesla ohne Elon Musk, da ist die Frage, wie weit wären die denn gekommen? Und genauso steckt hinter dem Energy Observer auch eine für mich, wenn man sie live erlebt, sehr interessante, spannende Persönlichkeit. Der Mann heißt Victorien Héroussart. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Franzose, wie sich an dem Namen unschwer erkennen lässt, circa 40 Jahre alt und ein, ich sag mal, ein dufter Typ, der schon viel gemacht hat, der ist zur See gefahren mit der Handelsschifffahrt, ist begeisterter Hochseesegler, hat auch irgendwelche Regatten da gewonnen in Frankreich, war am Südpol, also der hat schon eine ganze Menge gemacht und der kam auf die Idee, ein Schiff zu konstruieren, das nur mit erneuerbaren Energien fährt. Aus der Erfahrung Handelsschifffahrt hat er gesehen, welche Umweltbelastung diese Handelsschiffe letztlich hinterlassen, was da alles aus dem Schornstein herauskommt. Und sagte auch, wenn man in Marseille sich in der Stadt bewegt und mal die Schadstoffkonzentration misst, dann ist die schon hoch und am Hafen ist sie noch viel höher durch die Schiffe. Und selbst auf dem Schiff, wenn man auf so einem Handelsschiff fährt, sei sie noch ganz erheblich. Man glaubt, man ist da auf hoher See, an der frischen Luft, aber tatsächlich ist man da in seiner eigenen Dunstwolke unterwegs. Das hat ihn dazu veranlasst, eine Firma zu gründen. Die Firma heißt Energy Observer, genauso wie das Schiff, sitzt in Frankreich, hat Sponsoren gefunden, zum Beispiel die Arco Hotel Gruppe ist damit eingestiegen. Das sieht man auch in der Inneneinrichtung des Schiffes. Die ist so ein bisschen, das Schiff ist innen so ein bisschen sehr schick eingerichtet, wie so die französischen Arco Hotels. Und das Ganze soll ein Technologieträger sein, um einmal auszuprobieren, wie weit kommt man mit einem Schiff, das autark, und das ist das Besondere daran, mit den Energien Sonne, Wind und Wasser fährt und von draußen keine Energie an Bord nimmt, sondern quasi sich die Energie zum Bewegen selber erzeugen muss. Das Schiff fährt also elektrisch. Die gesamte Oberfläche ist mit Solarpanels belegt, die Strom produzieren. Dazu hatte er bis vor kurzem noch zwei Turbinen, so Windräder, die sich um ihre eigene Achse drehen, auf dem Schiff montiert, die auch noch Strom produziert haben. Und das Schiff hat eine Brennstoffzelle an Bord und macht sich aus Seewasser mit Hilfe der Energie, die es erzeugt, den eigenen Wasserstoff für die Brennstoffzelle. Völlig abgefahren. Das Teil hat quasi noch nie Landstrom bezogen. Es ist auch noch nie mit Wasserstoff in dem Sinne im Hafen befüllt worden oder so. Der Kahn macht sich die Energie, die er verbraucht für Antrieb, für Kochen, Leben auf dem Boot und so weiter. Das erzeugt dieses Schiff sich quasi selbst. Völlig faszinierende Geschichte, wie ich finde. Und hier sind auch alle Technologien, die man dazu braucht, sehr technologieoffen miteinander verknüpft worden und miteinander zusammen optimal eingesetzt worden. Das Schiff ist 2017 in Frankreich vom Stapel gelaufen, hat dann eine Mittelmeertour gemacht.
Und ist im Moment unterwegs in Nordeuropa in diesem Jahr. Das heißt, es fährt so, naja, vom Mittelmeer raus und dann Hamburg und dann fährt es halt so oben irgendwo um England rum und kommt dann letztlich in Saint-Malo wieder an. Macht eine Riesentour, um dann im nächsten Jahr über den Pazifik zu fahren. Dann geht es Richtung Japan, dann geht es auch Richtung Amerika zuerst, später Japan. Also das Ziel ist, mit diesem Schiff quasi einmal um die Welt zu fahren und sich dabei komplett selber zu versorgen. Diese Tour wird bis 2022 gehen. Es sind 111 Häfen geplant in 50 Ländern, die angelaufen werden. Überall, wo dieses Schiff auftaucht, sind natürlich die Politiker nicht weit, die sich das gerne anschauen, anhören, und Umweltverbände, die da entsprechend sich da präsentieren mit dem Ding, ist schon ganz faszinierend. Bei uns in Hamburg war das Ding auch in der Presse. Wurde sehr positiv besprochen und ich hatte an dieser Stelle, sei es gesagt, über die Firma Toyota, die mit ein Sponsor für die Energy Observer ist, die Gelegenheit, mir das Schiff nicht nur am Hafen anzugucken wie alle, sondern ich durfte rauf und durfte euch auch innen ein paar Aufnahmen von dem Schiff machen, die ihr hier gleich seht. Jetzt für diese Welttournee, also rüber über den Pazifik, Amerika, Japan und Co., ist das Schiff umgebaut worden. Diese beiden stehenden Windrotoren, Windturbinen sind entfernt worden. Da sind zwei Teile neu angebaut worden. Die sehen für einen Laien aus wie Segel. Der Segler spricht hier aber von Propulsion Wings, also von Flügeln eigentlich. Wenn man das Teil hochzieht, ist das wie das Flugzeugprofil eines, wie so ein Flügel eines Flugzeugs, der da hochkant auf dem Schiff steht. Das ist viel kleiner als ein Segel, aber viel effektiver, bietet viel mehr Vortrieb, sodass man damit also segeln kann. Interessanterweise auch hier wieder tolle Kombi. Wenn man mit dem Segel segelt, dann dreht sich ja unter Wasser die Schiffsschraube trotzdem mit und rekuperiert und erzeugt Strom. Also der gleiche Effekt, als wenn man bei einem Elektroauto Gas wegnimmt und dann wieder Strom zurückgewinnt. So rekuperiert die Schiffsschraube, wenn man im Segelbetrieb mit dem Schiff fährt. Also das ist wirklich toll umgesetzt. Das Schiff hat eine Oberfläche von 168 Quadratmetern Solarpanelfläche, die 28 Kilowatt Peak-Leistung bringen. Das ist schon richtig eine Menge. Und man sieht, dass sie jeden Quadratzentimeter ausgenutzt haben. Überall da, wo noch ein Stück Solarpanel hinging, da ist auch eins. Die Solarpanel-Oberfläche kann man betreten, da kann man normal drauf rumlaufen. Und die sind auch wasserfest und fallen da also nicht runter oder werden dort nicht beschädigt. Es gibt dann im Inneren des Schiffes so einen Kommandostand, an dem man sehen kann, was dieses Schiff macht. Da ist die Oberfläche drauf zu sehen und dann sieht man ganz gut, was dieses Schiff dort, was die Solarpanels gerade machen, wie sie produzieren. Man sieht, was die Brennstoffzelle macht. Man sieht diesen gesamten Energiefluss abgebildet. Auf dem Schiff sind natürlich unendlich viele Kabel verlegt. Das ist hochkomplex, lässt sich aber alles von diesen beiden Panels sehr gut steuern. Insgesamt, wie üblich, ist auf so einem Schiff kein Platz verschenkt. Überall kann man irgendwo eine Schublade aufmachen. Es ist aber trotzdem unheimlich stylisch eingerichtet. Dafür hat wahrscheinlich die Hotelgruppe gesorgt. Es gibt auch eine tolle Küche. Ich glaube, 8 bis 12 Mann sind auf diesem Schiff drauf, in den schlafen in den Kajüten. Interessanterweise schlafen die Besatzungsmitglieder alle über den Wasserstofftanks bzw. über der Brennstoffzelle. Das war etwas, wonach er auch gefragt worden ist. Und für einen Segler ist eine Lithiumbatterie an Bord eine Gefahrenquelle. So sehen die das. Sollte auf hoher See die Lithiumbatterie brennen, Feuer fangen, Kurzschluss, wie auch immer, wären sie quasi verloren. Deshalb ist ihm die Brennstoffzelle lieber. Da gab es noch keinen Ärger mit, aber ich sag mal, explodierende, brennende Batterien, ob nun im Handy oder im Auto, da gibt es ja schon mehrere Beispiele. Das ist der Grund, warum er auch auf die Brennstoffzelle unter anderem sitzt. Die Batterie ist relativ weit weg im Heck des Schiffes und er vertraut der Brennstoffzelle da mehr als der Batterie. Ist auch mal eine spannende Einstellung zu hören. Das zweite Thema ist das Thema Gewicht. Wenn man das Verhältnis bildet zwischen dem, was ich aus der Batterie rauskriegen kann, 126 Kilowattstunden, und dem Gewicht, dann wiegt die gesamte Brennstoffzelleneinheit genau das gleiche wie diese Lithium-Ionen-Batterie, ungefähr 1,7 Tonnen.
bietet aber 1000 Kilowattstunden Leistung. Also von daher eine ganze Menge mehr. Und wenn man das Schiff jetzt praktisch komplett mit Batterien bestücken würde, dann wird es wahrscheinlich gar nicht mehr schwimmen. Also das geht nicht. Insofern diese Kombination aus Brennstoffzelle, Batterie, die er da auch ganz toll zusammengestellt hat. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Eindrücke von dem Schiff. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es auch sehr spannend, einmal so technologieoffen diesen Zusammenspiel dieser verschiedenen Technologien zu sehen, ohne die eine zu verteufeln und die andere gar nicht erst anfassen zu wollen. Und für mich war das ein sehr, sehr spannender Vormittag, würde ich mal sagen, von diesem Menschen zu hören, von seiner Mission zu hören. Ziel ist natürlich, dass die Firma Energy Observer diesen Technologieträger in die Serie umsetzt. Es wird, so ist es geplant, dann einen Serienbau von kleineren Schiffen geben. Ich weiß nicht genau, was das dann sein soll, privat oder wie auch immer, was für Schiffe das sind, die sich genauso autark dann nachher versorgen wie die Energy Observer mit dieser Kombination aus Sonne, Wind und Wasser. Ja, ich zeige euch noch ein paar Eindrücke von dem Schiff und bleibt dran an meinem Kanal. Heute mal was ganz anderes. Es geht aber weiter mit Elektromobilität auf vier Rädern. Ich habe in den letzten Wochen gedreht mit dem VW e-Golf, mit dem Hyundai Kona. Ich habe auch den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid nochmal hier für euch. Das ist ein Video, das schon etwas älter ist. Auch hier bin ich viel von euch angesprochen worden, nach dem Motto, wir interessieren uns für das Auto. Aber dein Video ist ja noch der alte. Es gibt einen neuen, der kann viel mehr. Der Wagen steht draußen. Auch den werde ich nochmal drehen für euch und einiges anderes mehr. Seid gespannt, bleibt dran.